Griechenland hat eine neue Regierung. Die 39 Kabinettsmitglieder samt Vizeregierungschef wurden im Präsidentenpalast in Athen vereidigt. Die Syriza-Abgeordneten legten einen politischen Eid ab. Der rechtspopulistische Koalitionspartner Unabhängige Griechen entschied sich für eine religiöse Vereidigung. Mit Syrizas Yannis Varoufakis holte sich Alexis Tsipras einen entschiedenen Gegner der EU-Sparpolitik ins Finanzministerium. Der linke Wirtschaftsprofessor soll die Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern führen. Das Handeln und Beraten mit unseren Partnern wird kein leichtes Spiel. Doch die eigentliche Herausforderung ist es, die humanitäre Krise auf ein Minimum zu reduzieren. So etwas muss es in Europa nicht geben. Panos Kamenos, Chef der unabhängigen Griechen, ist ab sofort Verteidigungsminister. Im aufgelösten Parlament saß er bereits im Verteidigungsausschuss. Die Koalitionsbildung mit der linken Syriza vom anderen Ende des politischen Spektrums gilt als umstritten. Wir werden nicht zu allen politischen Maßnahmen von Syriza Ja sagen, nur zu denen, auf die wir uns geeinigt haben. Auf dieser Basis werden wir die neue Regierung unterstützen, so Kamenos. Am Donnerstag will EU-Parlamentspräsident Martin Schulz nach Athen reisen, um sich ein Bild von der neuen Regierung zu machen. Die meisten griechischen Kabinettsmitglieder haben wenig bis keine Erfahrung in Regierungsämtern. Doch in diesen schweren Zeiten werden sie schnell mit den Herausforderungen ihrer neuen Aufgaben konfrontiert werden.